Hallo und willkommen zurück hier bei Skyward Sword HD. So Leute, ist es so. Ich wollte hier beim Bambusfäller nochmal vorbeischauen und hier dann offcam versuchen, ein bisschen Bambus zu hacken. Und dabei ist mir aufgefallen, er hier hat uns anscheinend noch was zu sagen. Dann habe ich mir so gedacht, bevor ich da jetzt die Aufnahme zu starte, schaue ich nochmal überall rum, ob sich irgendwas getan hat. Und ja, ich habe 3 Stellen gefunden, in denen sich was getan hat. Eine davon hier. Und das werden wir jetzt auch als erstes regeln. Felix, du kommst gerade recht. Geht's um deine Tochter? In der Tat, scheinst eine gute Menschenkenntnis zu besitzen. Meine über alles geliebte Tochter, die Besitzerin des Itemlagers. Sie träumt nur noch vor sich hin und errötet hin und wieder ohne ersichtlichen Grund. Moment mal. Ich denke, ich weiß, was dahinter steckt. Ein unerwünschter Verehrer. Kein Wunder mit diesem hübschen Gesicht. Und bei dieser Schönheit. Und kann den Männern eigentlich keinen Vorwurf machen. Aber nein, ein Vater darf so etwas nicht dulden. Solche Kerle haben eine Abreibung verdient. Du weißt doch noch nicht mal, um wen es sich handelt, oder? Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte, dass du diesem Verehrer etwas ausrichtest. Er soll die Finger von ihr lassen. Ich kann sie ja nicht die ganze Zeit beschützen. Okay. Also willst du, dass deine Tochter einsam und alleine stirbt, oder? Ah, toller Vater. Ich zahle dir auch was dafür. Und wenn du erfolgreich bist, darfst du ja auch mal Hallo sagen. Ich habe dir schon Hallo gesagt. Oh, keine Sorge. Du musst mir darauf nicht antworten. Welcher Mann würde solch ein lukratives Geschäft schon freiwillig ausschlagen? Halte den Typen von meiner Tochter fern. Tu mir einen Gefallen. Du schaffst das schon, Felix. Bist du bereit, Bambus zu schneiden? Ein Versuch kostet dich 10 Rubine. Ja, wir machen das nochmal. Aber hier gilt dasselbe. Wie bei dem, bei der Risikorubinjagd. Ich versuche das hier jetzt noch ein, zwei Mal oder sagen wir einmal. Und falls uns dann hinterher noch Herzteile fehlen, werde ich dann nachschauen, ob man hierfür ein Herzteil bekommt oder nicht. Boah, war ich scheiße. Oder relativ scheiße. Was auch immer. Du hast den Bambus 23 Mal geteilt. Bist wirklich talentiert. Hier, das hast du verdient. Ein Monsterhorn. Okay. Beim nächsten Mal will ich mindestens 28 Stücke fliegen sehen. Falls du Lust hast, Bambus zu kürzen, schaue jederzeit vorbei. Ja, 28 hatten wir ja schon. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass es was dafür gibt. Ja gut, ich habe ja auch gesehen, wir haben hier einige Truhen und so weiter, aber ich denke, wir werden das dann alles am Ende abfliegen, wenn wir die ganzen Artefakte hochgeschickt haben. So, die zweite Stelle, wo ich etwas gesehen habe, war im Wolkenhort an der Ritterschule. Und genau da werden wir jetzt auch hingehen. Beziehungsweise, was heißt die zweite Stelle, wo ich was gefunden habe. Ich glaube, da habe ich sogar das erste gesehen. Also das habe ich, glaube ich, sogar vor dem Bambusfäller gesehen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall gehen wir da jetzt als zweites hin. So meinte ich das. So. Und zwar steht Gruß hier jetzt. Und ich glaube, das ist jetzt das Ding mit dem Bogen, oder? Langsam aber sicher bin ich an dem Punkt, an dem sich meine Muskeln nicht mehr weiterstehlen lassen. Ich würde mich gerne einer neuen Sache widmen. Was hast du denn da für einen schönen Bogen? Du kannst bestimmt sehr gut damit umgehen.
klar. Du bist unglaublich. Ich könnte 3000 Liegestütze machen und wäre nicht einmal annähernd so stark wie du. Okay. Dann zeig mir auch mal, was du mit dem Bogen so drauf hast. Ich werf gleich ein paar Kürbisse in die Luft. Zeig mir, ob du sie mit deinem Bogen abschießen kannst. Du kannst deine Fertigkeiten mit dem Bogen üben und ich kann meine Muskeln durchs Kürbiswerfen stellen. So haben wir beide was davon. Jo, bin dabei. Ich werde 90 Sekunden lang Kürbisse in die Luft werfen. Für jeden Treffer bekommst du 10 Punkte. Triffst du mehrere Kürbisse in Folge, erhöht sich deine Punktzahl noch mehr. Also streng dich an. Ich glaube, ich muss allerdings 20 Rubine für jede Runde verlangen. Immerhin muss ja jemand die Kürbisse bezahlen. Ja, ja. Bin dabei. Ich glaube, hierfür gibt es sogar ein Herzteil, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Nice. Komm, jetzt spack nicht rum. Scheiß Dreck. Mann, die scheiß Bewegungssteuerung, bitte. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht, aber die zieht sehr oft einfach weg. Schön. Alles klar, wunderbar. Fuck. Ich kann eigentlich genau da loslassen, wo der Kürbis ist, ne? Ja. Scheiße, ich bin gerade echt kacke. Okay. Boah, hat das stark nach unten ge... Was ist das für ein Scheiß? Spack das ab mit der Steuerung. Alter, holy shit. Jetzt mal ernsthaft. Du hast 290 Punkte. Kannst bestimmt noch besser. Versuche als nächstes eine Punktzahl von 400 zu erreichen. Ja, okay. Probieren wir es nochmal. Streng dich an. Ach, bitte, jetzt funktionier vernünftig. Okay. Jawohl. Jawohl, schön. Kann es sein, dass er nur wirft, sobald ich meinen Bogen gespannt habe? Ah ne, ist anscheinend random. Fuck. Drecksau, ey. Wirf den mal vernünftig. Wirf den doch vernünftig! Scheiße, ey. Wo wirft er das Ding denn hin? Nein. Ja, fuck. Mann. 400 haben wir, aber das reicht auf jeden Fall nicht fürs Herzteil. Hier ist dein Preis. Ein Finsterhalbmond, okay. 600 Punkte als nächstes. Ja, aber wenn er die Dinger so scheiße wirft, dann... Nein, nicht, wie geht das? Das ist eine müllige Bewegungssteuerung. Ja, ich bin dabei.
Kann ich ihm auch sagen, dass ich aufhören will? Hallo. Kann ich ihm nicht sagen, dass ich aufhören will? Glänzende Kürbisse. Davon habe ich noch keinen einzigen gesehen. Was zum Teufel? Ah, okay. Guck mal. Ja, nice. Man kann auf jeden Fall öfter schießen, ne? Das sollte ich mir auf jeden Fall für gleich merken. Das sollte ich mir auf jeden Fall für gleich merken. Ich glaube, ich probiere jetzt erstmal den Controller zu wechseln. Ich glaube, mit dem Pro Controller kann man nämlich auch die Bewegungssteuerung benutzen. Und das wäre echt ziemlich geil. So, willst du das Kürbisschießen erneut versuchen? Ja. Okay. Das geht auf jeden Fall. Ja, mit dem Pro Controller geht die Bewegungssteuerung, aber ich weiß nicht, ob ich hierdurch einen, ob das besser ist als mit dem Joy-Con. Und ich glaube, es liegt nicht an dem Joy-Con, dass es so rumspackt. Okay. Aber was soll's? Nehmen wir es einfach als Übung. Die sehr gut läuft. Close. Ich glaube, diese Kürbisse, die so weit fliegen, die werden mir echt Probleme machen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache das trotzdem mit dem Joy-Con weiter, auch wenn ich irgendwie das Problem habe, dass es ein bisschen am Rumspacken ist. Glaube ich, dass ich mit dem besser treffen kann. Ich weiß nicht warum, aber probieren wir es einfach damit. Scheiße. Mhm. Fuck. Okay. Weiß ich nicht, vielleicht zittert er ja auch rum, wenn man den Bogen spannt. Kann ja auch sein.
Hä, jetzt hat er nicht losgelassen. Er hat nicht losgelassen. Ich hab losgelassen am Joy-Con und er hat das einfach nicht übernommen. Was zum Teufel? Okay, da war mal ein Glitzerner dabei. Gott, spack das rum. Spack das einfach nur rum. 490 Punkte. Gut, ich mach das doch mit dem Pro Controller. Einfach aus dem Grund, weil der Drift mit den Joy-Cons irgendwann übel stark wird. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es mit dem Pro-Controller auch passiert. Zumindest hoffe ich, dass es nicht mit dem Pro-Controller auch passiert. Scheiß Dreck, Alter. Wenn ich hier direkt die einfachen Kürbisse nicht treffe, dann kann ich mir sonst wohin stecken. Okay, schön. Okay, nice. Boah, ey. Entspann dich mal. Scheiß, ey, warum wirft er die so weit? Scheiß Dreck. Komm, wirf. Nein, nein. Nein! Nein! Du Drecksau! Er hat den letzten doch eigentlich immer geworfen. Hä, er hat ihn doch immer geworfen. Warum hat er ihn jetzt nicht geworfen? Ach, fuck, ey, das kann's doch wohl nicht sein. Will der Spacken mal vernünftig werfen, dann würde ich die auch treffen. Ja, scheiße. Mann! Jetzt bin ich die ganze Zeit diese asozialen Kürbisse gewohnt. Ja, die sind auch easy hier. Wenn man nicht davon ausgeht, dass er sie sonst wohin wirft. Gut. Jawohl, wichtig. Nice. Scheiße. Ja, komm. Ja, nice. Schönes Ding, Link. Haben jetzt sogar 700. Wahrscheinlich müssen wir 1000 schaffen. Ja, 700 Punkte. Nimm dies als Zeichen unserer Freundschaft. Nein, müssen wir nicht. Du hast dein Herzteil erhalten. Alles klar, Alter. Halt dein Maul. Nein, ich will's nicht nochmal probieren. So ein Drecksack.
Alter, ey. Mann, was war das? Holy shit, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen wollte als nächstes. Ich weiß es echt nicht mehr. Moment. Ach, Moment mal. Erstmal müssen wir sowieso zu ihm hier. Und doch, ich weiß, zu ihr meine ich. Zu ihm, weil ich habe gerade an den Vater gedacht. Ich weiß es jetzt doch wieder, was wir machen mussten. Oh, Schatz. Also, könntest du heute Nacht zu mir nach Hause kommen? Ich möchte dir etwas sagen. Mein Haus ist ganz in der Nähe des Basars. Ich warte auf dich. Hast du etwas abzugeben? Ich würde zumindest mal schauen, ne? Nur keine Hektik. Nö, ich behalte alles. Du kommst doch bald wieder, oder? Wird Zelda nicht existieren? Ne? Dann wäre es doch was für dich, Link. Aber... so? Naja. Ist unglücklich. Das ist sehr unglücklich. Zelda und Link sind füreinander vorherbestimmt. Und nicht nur durch ihr Schicksal die Welt zu retten, sondern einfach, weil sie schon damals sich sehr gut verstanden haben und sich daraus einfach, ja, sich daraus einfach mehr entwickelt hat. Unglücklich natürlich für Pika, aber so ist das. So. Und sie hat auch noch was für uns. Ich weiß nicht was, aber ich habe einfach gesehen, sie hat noch irgendwas. Also schauen wir mal was. Kabocha, Tag. Hallo, nochmal vielen Dank, dass du mir beim Tragen der Kürbisse geholfen hast. Jetzt können wir uns ganz dem Pflanzen neuer Kürbisse widmen. Leider ist das Pflügen des Feldes für mich viel zu anstrengend. Doch wo finde ich jemanden, der stark genug ist, mir die Arbeit abzunehmen? Actually, keine Ahnung, aber ich sag, ich kenne da jemanden. Wirklich? Dann sollte ich diese Person vielleicht um Hilfe bitten. Falls du ihr begegnest, bitte sei so lieb und bring sie zu mir. Tust mir den Gefallen? Die Wahrscheinlichkeit, dass für deine Hilfe Juwelen der Güte hältst, liegt bei 90%. Ich werde also eine Person, die dem Mädchen beim Pflügen helfen kann, als Ziel für die Aurasuche festlegen. Falls du dich allerdings momentan auf der Suche nach einem anderen Objekt befindest, müsste ich dieses Objekt aus der Aurasuche entfernen. Soll ich diese Änderung vornehmen? Ja. Sehr wohl. Ich hoffe, du kennst tatsächlich jemanden und sagst das nicht nur, damit ich mich besser fühle. Nun, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich warte hier, bis dieser jemand auftaucht. Einen Mogma? Ja, okay, aber wer? Aber wer? Doch nicht die beiden Brüder oder Kumpels da, die wir am Anfang getroffen haben, oder? Die sind nicht gemeint. Weil es war ja die Rede von einer Person. Lassen wir uns überraschen. Wie lange habe ich jetzt hier eigentlich für die Kürbisse verplempert? Ah, 25 Minuten sind wir in der Aufnahme drin, ja. Wunderbar. Okay. Na gut, dann werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr so viel Story zu Gesicht bekommen.
Aber gut. Denke, das mit den Kürbissen war auch lustig. Bewege deinen Cursor zu der Vogelstatue, zu der ich dich bringen soll. Ich denke, wir gehen einfach mal da wieder hin. Einfach, weil es in der Mitte ist. Und dann können wir ja mal nachschauen. Moment mal, war da gerade was? Ja, doch, da unten. Da unten. Ich bin mal gespannt, wer damit gemeint ist. Nein, nein. R. So. Ja, nee, da können wir nicht runterspringen. Ach, guck mal. Und ja, ich spiele... Ach, scheiße. Ich spiele gerade mit dem Controller weiter. Ja, was auch ganz gut funktioniert. So, zumindest für die Käferjagd. Oh Gott, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Okay, wunderbar. Einfach ein paar Pfeile reingehämmert. Ein paar Pfeile reingedübelt. So, links? Ja. Ich denke schon. Sicker Move, Link. Muss schon sagen. Da unten. Hat er gerade versucht, das Schild hochzusprinten? Den Schild hochzusprinten, sorry. Krasse Parkour-Skills, Link. Let's go! Okay, ich gehe davon aus, dass wir hier unten rein müssen. Ist das korrekt? Ja. Ja, dann geh halt mal runter, Link. Ne? Nicht irgendwie dumm rumhampeln. Ah, nein. Ja, leg dich aufs Maul, das hast du verdient. Wahrscheinlich war da gerade der Mogma da auf dem Berg. Ja, das war so klar, ey. Das war so klar. Oh, Mann. Ja, okay. Also, über Joystick funktioniert das tatsächlich nicht so gut. Mit dem Skydiving. Aber ich werde es dennoch nochmal mit dem Controller probieren. Okay, den darf man nicht zu weit neigen, sonst hat Link auf einmal Bock, sich wie eine Nadel nach unten zu stürzen. So. Goldo, okay. Oh, so sieht man sich wieder. Vielen Dank für die Hilfe neulich. Ich habe mich seitdem wieder auf die Suche nach Schätzen gemacht. Aber die Hitze hier macht mir in meinem Alter richtig zu schaffen. Ich glaube, es ist an der Zeit für mich, das Leben ein wenig ruhiger angehen zu lassen, weißt du? Ja, sicher. Ich kenne da einen Ort, an dem du dein Lebensabend richtig genießen kannst. Klar. Was? Du hast was für mich oben in Wolken? Das klingt ja fantastisch. Wie? Und ich kann mich auch noch nützlich machen, indem ich was tue, das mir Spaß macht. Das klingt ja großartig. Da will ich hin. Na los, bring mich dorthin. Die Beschäftigung, nach der sich diese Person sehnt, stimmt mit dem Stellengesuch aus der Kürbisbar zu 100% überein. Soll ich den Roboter rufen? Ja. Und da ist er schon. Verehrte Fei, habt ihr mich gerufen?
Das hier soll ich abtransportieren. Du hast ja gehört, was die verehrte Fei gesagt hat. Verstanden. Ich warte dann oben auf euch beide. Bis später. Tschüss. Ich schlage vor, dass du zurück ins Wolkenmeer reist und den Mogma an seinen Zielort bringst. Ja, Fei, du hast immer die besten Vorschläge. Das würde ich nur ohne dich machen. So. Und ich denke, es ist jetzt wieder an der Zeit, zu den Joy-Cons zurückzuwechseln. Wo ist denn eine Statue? Moment mal, warte. Ah ne, das sah kurz so aus wie ein Artefakt, aber es wird gar keinen Sinn machen, weil hier unten sind nämlich alle Artefakte weg. Es ist nur noch eins oben im Vulkan, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich da hinkomme. Aber vielleicht wurden da ja jetzt diese, komm, sag. Diese Wasserbeeren. Vielleicht sind da ja jetzt welche gewachsen und wir können da lang. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre das was, was ich off-cam nachschauen würde. Und wenn dem so ist, dann können wir dorthin zurückkehren. Die Kürbisbar ist übrigens dort drüben. Oh, Moment. Ich würde aber dann trotzdem hier einen Stein benutzen, um uns zu boosten. Das geht nämlich um ein Vielfaches schneller. So, und da sind wir auch schon fast da. So lange hat das ja nicht gedauert. Wunderschön. Ich habe diesen alten Mogma mitgebracht. Richte der verehrten Fei Grüße von mir aus. Wunderbar, du hast jemanden gefunden. Aber das ist ja gar kein Mensch. Ach, jetzt verstehe ich. Dieser Maulwurf wird also den Acker für mich pflügen. Du willst mir doch nicht erzählen, dass ich hier den ganzen Tag lang das Feld bestellen soll. War dies wirklich der einzige Grund, weshalb du mich hier hoch in die Luft gebracht hast? In diesem Fall, dankeschön, du netter, lieber Maulwurf. Aber, naja, ich meine, ja gut. Ich kann's ja mal versuchen. Eben, so sieht's nämlich aus. Wie gefällt dir das? Hoi, hoi! Sieh dir das einer an! Unglaublich! Oho, findest du wirklich? Das war doch nicht der Rede wert. Das Talent, die Erde umzugraben, wurde uns Mogma praktisch in die Wiege gelegt. Yeah. Meinst du schaffst das noch einmal? Bitte, bitte, bitte! Und weiter geht's! Ich bin ja so froh, dass du mir diesen netten Maulwurf vorgestellt hast. Er ist ein echtes Goldstück. Ich werde ihn in Zukunft ganz sicher wieder um Hilfe bitten. Ab vielen, vielen Dank. Du hast 5 Juwelen der Güte erhalten. Hilfst du einem Menschen, so hältst du stets 5 Einheiten davon. Nice. Und ja, also in seinem Alter ein bisschen chillig hier die Erde umgraben. Und naja, von so einer netten Dame dabei auch noch angefeuert zu werden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hä? Ich dachte... Ach nee, das ist nicht so ein Loch, oder was? Aha, okay, na gut. Aber im Wolkenhort gibt es doch noch 1-2 Stellen, die so aussehen. Und da würde ich jetzt noch einmal hin, bevor wir dann zum Siegelhain zurückkehren und dort das Zeitportal aktivieren. Jawohl. Komm, beeil dich. Ja, da sind wir auch schon da.
Ach, es wäre irgendwie cool, wenn man da landen könnte, wo man will. Also wenn es ein paar mehr Spawns quasi geben würde. Ach, und hier kann ich mich nicht reingraben? Ich dachte, das wäre ein Ort zum Reingraben. Na gut. Und da drüben dann auch nicht, oder was? Die Kiste hier, die können wir öffnen. Ja, okay. Geht anscheinend nicht. Gut, ich würde aber trotzdem die Kiste hier öffnen. Auch wenn ich gesagt habe, ja, wir öffnen die alle hinterher gebündelt. Ich meine, hier dann nochmal runter schwimmen zu müssen, da habe ich keinen Bock drauf. Machen wir es jetzt direkt und ist es gegessen. Und wir kriegen ein Herzteil dafür. Nice. Das habe ich mir schon gedacht. Ich wäre ziemlich enttäuscht gewesen, wenn es kein Herzteil dafür gegeben hätte. Aber genau das finden wir in der Kiste. Also alles gut. Nun gut, dann gehen wir zum Wald von Faron zurück. Und sehen zu, dass wir das Zeitportal aktivieren. Wunderbar. 20 Minuten haben wir noch Zeit. Da ich denke, dass etwas... Oh, sogar die Krähe getroffen. Da ich denke, dass etwas Bestimmtes passieren wird... Passt das? Wunderbar. Siegelhain, Tempel des Siegels, Hintereingang. Ja, Tempel des Siegels. Genau da wollen wir hin. Nee, geh weg. Nee, auf euch habe ich jetzt keinen Bock. Ich gehe mal weg hier, ne? Tschüss. Hier immer noch der Marker. Und ich bin genau in die falsche Richtung gelaufen. Ah, okay. Wir müssen hier nach rechts. Ist hier was? Aber hier sind so viele Schmetterlinge, ey. Holy shit. Naja, was soll's. Noch nicht mal eine... Doch! Heiliger Kiesel, hab ich mich erschreckt. Was für eine Entdeckung, das ist der Fund des Jahrhunderts. Dieses Siegel, das muss eine Wand der Göttin sein, ich bin mir sicher. Du hier? Da unten wimmelt es schon wieder von den fiesen Kerlen. Kannst du sie mir noch einmal aus dem Weg räumen? Weißt du was? Selbst unter diesen Umständen forsche ich unverzagt weiter. Ich bin bei meinen Studien auf ein paar neue Dokumente gestoßen. Soll ich davon erzählen? Ja, bitte. Ein liegender Pfeil, gezeichnet von denen, die weit entfernte Ziele treffen wollen. Mehr konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Wärst du vielleicht daraus schlau? Ja. Und zwar... müssen wir... hier, wie beim Haus von Nikolaus, in einem Zug... einen Pfeil zeichnen. Und kriegen Pfeile gedroppt. Ich glaube, mein Stein pfeift. Ein Stein, Alter. Dies sind also die Pfeile, mit denen man weit Entferntes trifft. Ja. Als Dank für meine Hilfe, für deine Hilfe bei meiner Forschung gebe ich dir das hier. Huh? Ein Herzteil? Die Wände der Göttin regenerieren ihre seltsame Energie nach einiger Zeit. Hilf mir dabei, sie noch genauer zu untersuchen, ja? Alles klar, Mann.
Ich weiß nicht, ob wir alle Herzteile finden werden. Ich denke nicht. Ich denke, ich werde sowieso nachschauen müssen, wo man die alle findet. So. Das Schwert. Es trägt die drei Flammen in sich, gut gemacht. Das Schwert fließt nahezu über vor Kraft. Diese Kraft, die Force, die heilige Kraft, die die alten Götter dieser Welt hinterlassen haben. Diese Kraft wird in der Hymne der Göttin besungen. Und nun erfüllt sie dich und dein Schwert. Nun denn, öffne das Zeitportal, diese Kraft. Dein Schwert wurde durch die Force gestärkt. Triff nun das Zeitportal mit dem Himmelsstrahl und es wird sich sicher öffnen lassen. Stelle dich auf diese Plattform und lasse die Kraft des Schwertes in das Zeitportal fließen. Oh! Was ist los? Bei der Göttin, das Siegel wurde erneut gebrochen. Er ist wieder erwacht. Vielleicht eine Reaktion auf die heilige Kraft, die von deinem Schwert ausging. Aber wir müssen das Schwert einsetzen, um das Zeitportal zu öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Felix, du musst die Bestie ein weiteres Mal bannen. Hoho, endlich kann ich es ausprobieren. Dagegen kann dieses Vieh nicht anstinken. Ho, quatscht ihr euch noch ein bisschen. Ich gehe schon mal vor. Was los, Bardo? Hast du eine Idee? Dann los! Bardo kann sich endlich mal nützlich machen. Ja. Und ich hatte es richtig in Erinnerung. Die Bestie erwacht ein weiteres Mal. Hey Felix! Sieh dir das an! Das ist meine mächtige Geheimwaffe. Oh! Mega geil! Mein mächtiges Katapult! Da fällt dir nichts mehr ein, was? Ich muss gestehen, ich habe mich dafür auch mächtig ins Zeug gelegt. Ja, das ist geil. Hast du gut gemacht. Schau gut hin. Die ganzen Schienen rund um diese Grube habe ich ganz alleine gelegt. Klasse, was? Als ob. Ich bin selbst ganz begeistert von mir. Ich wusste gar nicht, dass ich so vielseitig begabt bin. Jetzt gilt es nur noch, das Katapult in Stellung zu bringen und dem Kerl eine ordentliche Ladung zu verpassen. Mit so ein paar Bomben sollten wir selbst einen Koloss wie ihn vor ganze Zeit außer Gefecht setzen können. Aber ein wenig zu früh kommt er mir schon. Ich muss hier noch ein paar kleine Vorbereitungen treffen, um das Katapult bewegen zu können. Ich melde mich, wenn ich soweit bin. Bis dahin bist du ganz auf dich allein gestellt. Nice, dass du dich mal nützlich machen willst, Bro. Echt mega cool. Anstatt hier die ganze Zeit rumzuheulen, legt er sich ins Zeug. Genau so soll das sein. Und die Bestie, sie hat Arme bekommen und diese Finger, die pulsieren, das ist so eklig. Der Verbannte. Was ist das? Dieses Mal sind bei ihm Hände gewachsen. Oh, die perfekte Gelegenheit, dir meine Erfindung zu demonstrieren. Ich bereite alles vor und gebe dir Bescheid, wenn ich bereit bin. Kämpf du so lange mit ihm oder so. Ja, sehr gut. Zack. Nein. Ey. Nee, nicht cheaten hier. Nicht darauf ziehen. Nee, lass es mal sein. Bardo, kannst du ihn runterböllern? Ey Felix, mein Katapult ist bereit. Wenn dieses Vieh die Wände hochklettern will, können wir ihn damit eine Ladung verpassen. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann ruf mich einfach durch Drücken von X. Bardo! Du bist dran! Bewege das Katapult mit Hilfe von L und visiere den Feind an. Durch Drücken von ZR schießt die Bomben ab. Greif ihn an, wenn er dann benommen ist. Wenn du dir mit der Bedienung des Katapults nicht mehr sicher bist. Ja, bla bla bla. Komm. Böller ihm einen ins Maul. Richtig fett die Schnauze getroffen, Alter. Na, wie gefällt dir mein kleines Spielzeug? Da machst du Augen, was? Das hättest du mir nicht zugetraut, oder? Ich lege schon mal das nächste Geschoss ein.
Sag nur Bescheid, wenn's losgehen soll. Mega nice, Bardo. Hast du gut gemacht. Ah, Bullshit. Ach komm, ey. Ja, komm, lassen wir ihn halt nochmal kurz vorstapfen. Und kloppen ihm dann die Zehen weg. Und da fällt er um. Los, Link, das ist die Chance. Was? Hoch da, schnell. Bardo ist anscheinend bereit. Wunderbar. Aber jetzt müssen wir erstmal ran. Das hat noch nicht gereicht. Das war aber auch klar. Bardo, ja, ich weiß, dass du bereit bist. Aber ich brauche deine Hilfe noch nicht. Danke, Bro. Okay. Ein C ist schon mal weg. Ah. Ja, komm. Die Hits können wir wegstecken. Immerhin haben wir sogar noch eine Fee. Alles klar, wunderbar, schön. Good job, Link. So, jetzt, Bardo. Du bist dran, ne? Baller ihm eins ins Maul. Komm, mach doch, Bardo. Was tust du? Ja, schön. Direkt auf das Siegel. Richtig dickes Ding, Mann. Ah. Nice. Und da fällt er wieder um. Der hässliche. Komm nicht an ihm vorbei, ne? Wir müssen zwangsläufig nach hier oben. Und dann wieder runterspringen. Aber ein bisschen plötzlich. Bisschen plötzlich, Link. Mach hinne. Zack, 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 Alter. Reingekloppt, das Dingen. Oh nein. Stopp. Halt. Hallo. Polizei, stehen geblieben. Wie weit kommt der? Müssen wir Bardo rufen? Nee, ne? Ich glaube, nur wenn er sich hochziehen will. Ja, nur wenn er sich hochziehen will. Alles klar. Und er schiebt das Siegel wieder raus. Ewig kannst du dich nicht wehren, mein Freund. Oh. Und jetzt aber. Okay, wunderbar. Die hinteren Dinger sind weg. Und hier zählt nur noch, fehlt nur noch ein C. Nein, ah. Ach komm. Das war auch so knapp. Ja, Mann, wunderbar. Schönes Ding. Nein! Ah! Bullshit! Schnell wieder hoch, Link! Klopp ihm da jetzt einen dummen Fuß weg. Es reicht mir jetzt so langsam. So. Und da fällt das dumme Vieh wieder um. Hä? Zum...
Ich bin runtergefallen. Okay. Ups. So, und so, und zack, Mann. Hast du jetzt endlich genug? Anscheinend. Das Siegel beginnt wieder zu wirken. Und es ist down. Fürs Erste. Ich bin mir sehr sicher, dass er nochmal zurückkehren wird. Aber erstmal haben wir Ruhe vor ihm. Das ist doch schon mal was. Los, Felix! Lenk den Himmelsstrahl auf den Siegelstein, schnell! Klar. Kenne ich ja schon, das ganze Prozedere. Also beeilen wir uns und schießen den Himmelsstrahl drauf. Zack, zack. Ach komm. Ja, er will nicht. Er will immer nur so nacheinander. Ich wollte das eigentlich hintereinander alles machen. Also unten, links, oben, rechts und dann nochmal links, oben. Aber ging leider nicht. Wäre halt cooler gewesen. Aber na gut, dann eben nicht. Und ein weiteres Mal hat Link das Böse gebannt. Oh, gut gemacht, Felix, aber ohne mich hättest du sicher nicht geschafft. Und jetzt lass uns endlich dieses Zeitportal öffnen. Ich gehe schon mal vor. Alles klar, Bardo. Danke nochmal, ne? War mega nice. Gute Aktion von dir. Also, diese Gegend hier hat ihm echt gut getan. Sonst war er immer so ein nichtsnütziger Nichtsnutz, weißt du? Und heute hat er uns einfach den Arsch gerettet. Du hast ihn wieder in seinem Gefängnis versiegelt. Felix, mit Bardos Hilfe, ihr beide zusammen. Lass gut sein, Mütterchen. Du hast mir doch beigebracht, dass selbst ein Tunichtgut wie ich was bewirken kann. Das hast du ganz alleine geschafft. Es ist Zeit, dass wir über dieses Ungeheuer reden, Felix. Es ist die Verkörperung des Bösen. Wenn du das Zeitportal öffnest, wirst du die Wahrheit erkennen. Das Biest wird wieder und wieder das Siegel brechen, um freizukommen. Wir müssen seinen Ursprung zerstören, sonst wird es uns immer wieder heimsuchen. Schnell, Felix, konzentriere. Oh, konzentriere die Force in deinem Schwert und richte den Himmelsstrahl auf das Zeitportal. Ja, ja, das meintest du auch, Mütterchen. Ja, geh jetzt, Felix. Na dann. Auf geht's. Alter, ist das hell. Ich liebe es irgendwie, die Charakter nachzumachen. Keine Ahnung. Ist mega geil. Eigentlich voll unnötig, weil es sind halt Geräusche und anders als der Text, der dann da steht, müssen die Geräusche nicht nochmal nachgemacht werden. Aber was soll's. Ich find's witzig, also wird das gemacht? Okay. Niemand hält mich davon ab. Und da ist es.
das Zeitportal. Holy shit. Sieht das geil aus. Ja, doch. Gerade jetzt in HD macht das einiges her, du. Das Zeitportal wurde aktiviert. Du musst dich nicht fürchten, Felix. Dieses Portal führt weit zurück in die Vergangenheit. Es verbindet dich über die Zeiten hinweg mit Zelda. Geh, durchschreit das Portal und du bist am Ziel deiner langen Suche. Ich halte mal die Stellung, ne? Das Mütterchen sagt ja ständig, dass das Ungeheuer wiederkommt. Da muss ihm ja jemand eine Abreibung verpassen. Darauf muss ich mich vorbereiten. Und wer soll sich sonst um das Mütterchen kümmern? Außerdem, ja? Och, nichts. Grüß Zelda von mir, Felix. Mach ich. Und ich werde dir auch berichten. Was für eine ehrenhafte Aktion du da geleistet hast. Jawohl, Link. Wie komisch das aussieht, ey. Was zum Teufel? Ja, gut. Wir sind im Hylia-Tempel. Bei Impa. Da bist du endlich. Ich hab dich erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass du etwas verwirrt bist. Doch ich werde dich aufklären. Dies ist der Hylia-Tempel. In deiner Zeit kennt man ihn unter dem Namen Tempel des Siegels. Unermesslich lange ist es für euch her, dass die Göttin den Todbringer an diesem Ort eingeschlossen hat. Hier ist indes nur ein Augenblick vergangen, seit der Wolkenhort vom Erdland getrennt wurde. Okay. Du hast das Zeitportal durchquert und bist in die Vergangenheit gereist. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Geh aber nun durch das Tor dort hinten. Ah. Da können wir jetzt endlich her. Nice. Dort erwartet dich jene Person, für die du all die Strapazen auf dich genommen hast. Zelda? Wirklich? Zelda! Endlich bist du hier. Du hast einen langen Weg hinter dir. Impa hat dir sicher gesagt, wo wir sind, oder? Das hier ist die ferne Vergangenheit. In dieser Zeit leidet das Land noch unter den Verwüstungen des Kampfes zwischen dem Todbringer und der Göttin. Die Legende, die man sich darüber im Wolkenhort erzählt, ist nicht irgendein Märchen. Es ist wirklich so geschehen. Lass mich dir alles erklären. Vor langer Zeit schufen die Götter eine unendliche Kraft, die ihrem Besitzer die Macht gibt, all seine Wünsche zu erfüllen. Das Triforce. Der Todbringer entfesselte eine Armee von Ungeheuern, um das Triforce an sich zu reißen und so die Welt zu beherrschen. In höchster Not schnitt die Göttin ein Stück aus dem Erdland und sandte das Triforce zusammen mit den Menschen in den Himmel.
Sohn stand unsere Heimat, der Wolkenhort. Nach einem langen, erbarmungslosen Kampf gelang es der Göttin Hylia, den Todbringer zu versiegeln. Doch es war offensichtlich, dass das Siegel seiner gewaltigen Macht über die Zeit nicht standhalten würde. Die Göttin hatte aus dem Kampf schwere Wunden davongetragen und wusste, sie würde ihn kein zweites Mal aufhalten können. Würde der Todbringer jemals zurückkehren, würde es das Ende der Welt bedeuten. Daher traf die Göttin Vorbereitungen, um ihn ein für alle Mal besiegen zu können. Link kann es nicht fassen. Komm, Fresse zu, sonst fliegt da noch was rein, du. Zuerst erschuf sie Fei, den Geist, der deinem Schwert innewohnt und der den Auserwählten bei der Erfüllung seiner Aufgaben leiten soll. Außerdem gab sie ihre göttliche Form auf und übertrug ihre Seele in einen Menschen. Sie tat dies, um mit Hilfe der Macht der Götter den Todbringer vernichten zu können. Denn wenngleich es von den Göttern erschaffen wurde, können sie selbst die unendliche Kraft des Triforce nicht nutzen. Daher gab die Göttin ihre göttliche Kraft und ihren unsterblichen Körper auf. Okay. Du hast es sicher schon verstanden, Felix. Du bist der Auserwählte. Und ich, Zelda, ich bin die als Mensch wiedergeborene Göttin Hylia. Aber wir können doch trotzdem zusammen sein. Am Tag der Vogelreiterzeremonie riss mich Girahims Wirbelwind ins Erdland hinunter. Kurz bevor ich in die Hände des Bösen fiel, rettete mich am Siegelhain eine alte Frau. Ich hatte keine Erinnerung an meine Existenz als Hylia. Die Frau erklärte mir, wer ich war, was ich tun müsse. Ich bin zu jedem Tempel gereist, um vor den Statuen der Göttin zu beten. Ich erhielt mein Gedächtnis zurück. Impa als Dienerin der Göttin führte mich und brachte mich schließlich in die Vergangenheit. All dies, um die Rückkehr des Todbringers zu verhindern. Felix, das Siegel hat ihm seine wahre Gestalt genommen, daher erscheint er als schreckliches Ungeheuer. Aber auch so ist er ohne weiteres in der Lage, die Welt zu zerstören. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass der Todbringer dem Siegel entkommt. Ich werde nun hier, in dieser Zeit, das Siegel stärken. So werde ich ihn in unserer Zeit versiegelt halten können. Das Siegel, das Hylia, das ich geschaffen habe. Ich muss es so lange wie nur möglich aufrechterhalten. Nun, da ich meine Erinnerung zurückerhalten habe, erkenne ich, dass dies meine Bestimmung ist. Die Göttin hat dir Fei und dieses Schwert aus einem ganz bestimmten Grund anvertraut. Das riesige Ungeheuer, gegen das du in unserer Zeit gekämpft hast, das war der Todbringer. Du hast ihn mit diesem Schwert bereits in 2 Kämpfen zurückgeschlagen. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken. Auf deiner langen Reise hast du viel erreicht. Weisheit durch das Lösen von Rätseln, Kraft durch zahlreiche Kämpfe, Mut durch das Bestehen der Prüfungen der Göttin. Du bist nun würdig, das Erbe der Götter, das Triforce, zu führen. Du hast unzählige Strapazen auf dich genommen. Du hast es bis hierher geschafft. Du bist ein wahrer Held. Als Anerkennung deiner Kraft, deines Mutes und deiner Weisheit verleihe ich dir, Träger des Schwertes der Göttin, eine große Kraft. Deinem Schwert und dir ist nun die Kraft gegeben, das Böse zu besiegen. Dieses leuchtende Zeichen auf deinem Handrücken, das ist der Beweis, dass du der Held bist, der die heilige Kraft in sich trägt. Dieses Zeichen ist das Symbol des Triforce. Komm, so ziehe nun dein Schwert, Felix. Und es entfaltet seine wahre Kraft. Durch den Segen der Göttin hat das Masterschwert endlich seine wahre Gestalt erhalten. Und es sieht geiler aus als je zuvor. Dieses göttliche Schwert hat die Macht, das Böse zu besiegen. Und nur du kannst es führen.
Ja, klar, aber wie auch sonst, ey. Ach Mann, diese dreckigen Joy-Cons. So. Felix, ich muss mich bei dir entschuldigen. Das Symbol des Triforce auf deiner Hand ist das Zeichen unendlicher Kraft. Okay. Wenn du das Triforce findest, können wir mit seiner Hilfe den Todbringer vernichten. Aber nur jenen wenigen, die einen wahrhaft starken Geist besitzen, ist es gestattet, diese Macht einzusetzen. Niemand weiß, warum die uralten Götter das Triforce erschaffen haben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Die Götter haben es erschaffen und es gleichzeitig so eingerichtet, dass sie selbst es nicht nutzen können. Vielleicht wollten sie auf diese Weise den sterblichen Wesen des Landes, die keine Götter sind, Hoffnung geben. Ja, so wird es gewesen sein. Hylia benötigte einen Auserwählten mit einem starken Geist, der Welt Hoffnung bringt und den Todbringer vernichtet. Dich. Aber um die unendliche Kraft einsetzen zu können, dafür musstest du viele Prüfungen bestehen und zum Helden werden. Die Göttin Hylia wusste. Ich wusste. Ich wusste, um Zelda zu retten, würdest du dich furchtlos jeder Gefahr und Prüfung stellen, ohne auch nur einen Moment zu zögern. Ich habe dich benutzt. Felix, es tut mir leid, dass ich dich in dies alles verwickelt habe, aber dies ist ein Kampf, von dessen Ausgang das Schicksal der ganzen Welt abhängt. Ich brauche deine Kraft, um ihn für uns zu entscheiden. Ich weiß, dass das sehr selbstsüchtig klingt, aber auch ich werde meinen Teil beitragen und den Preis dafür zahlen. Um das Siegel aufrechtzuerhalten, werde ich hier ruhen und mag es auch eine Ewigkeit dauern. Heißt das Abschied? Felix, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Aber ich wusste es selbst nicht, bis meine Erinnerung zurückkam. Ich wusste nicht, dass uns dieses Schicksal auferlegt war. Ich wollte nur bei dir sein. Nein! Aber das... Das kann doch nicht wahr sein. Felix, ich mag zwar die Wiedergeburt der Göttin sein, aber ich bin noch immer die Tochter meines Vaters und deine Freundin seit Kindheitstagen. Zelda, wie du sie kennst. Wenn der Todbringer vernichtet wird, ist das Siegel nicht mehr länger nötig. Und ich kann wieder aufwachen. Weißt du noch, wie ich dich immer aus dem Bett werfen musste, weil du so lange geschlafen hast? Wirst du dieses Mal mich aufwecken, Felix? Wir können gar nicht Nein sagen. Verlass dich auf mich. Ich werde ihn besiegen. Und dich aufwecken. Link, es ist doch nicht für immer. Es besteht doch Hoffnung. Das ist zwar erschreckend, sie jetzt so zu sehen, aber... Sie hat es selbst gesagt. Wir können sie aufwecken. Link. Wir beide. Wir müssen das Abenteuer zu Ende führen. Und sie aus ihrem Schlaf reißen. Na dann. Dann los. Auf in den Kampf. Aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und ihr es natürlich noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst. Und ciao.